Servus und willkommen zu einer neuen Folge von 7 Days to Die. Und wie es ihr hört schon jemanden quietschen. Aber wer da quietscht? Müssen wir gucken. Ein Scorn. Und Hallo. ein Roschner, der ist ja auch da. Der Mann mit der Hallo. Brille. Der Ich Mann glaube, für das ich Grobe. schmier das Nee, für ein. die Kleinteile. So. Ja. Da wir ein bisschen im Voraus aufgenommen haben. Haben wir momentan natürlich mehr keine Ahnung mehr, was wir gemacht haben. So, mir wurde aufgetragen, ich darf mal wieder meinen Lieblingsjob machen, Holzfällen. Bin ich auch gerade bei. Jetzt müsst ihr nur hoffen, dass Rollsteiner nicht anfängt, weil er hat sich in der letzten Zeit ein paar Streamer angeguckt, ein paar englischsprachige, dass er nicht jetzt anfängt, sowas bauen zu wollen. Eine Pyramide bauen, ja. Ich dir helfen. Brauchen wir aber glaube ich ein, zwei Tage. Ja. Er meint Real-Life-Tage. Ja, das Eines, sind eher Real-Life. Das hat jetzt gerade ausgeguckt, als würdest du auf den Baum reiten. So? War schon da. Hör auf den Baum zu reiten. Was hast du denn getan? Geiler Baum, wie geiler. So. Den Bereich haben wir ja auf jeden Fall. Das heißt, wir müssen innen auch noch auf jeden Fall noch ein paar Felder aufmachen. Ah, da. Oh, da sind sogar ganz richtig große Bäume. Dauert auch gar nicht ewig, die zu fällen. Hacke. Ich weiß ja nicht, was du magst. 6, 7. Ich brauch 8 Schläge für den 1200 oder? 1, 3. Okay, ich brauch 10 Schläge. Nee, auf dem Zocken brauch ich 4. Okay. So, das heißt, wir müssen jetzt aber demnächst mal in die Stadt, ne? Wir brauchen noch Motoren und bla bla bla, dass wir mal ein Zementmischer hinkriegen, oder? Ja. Gesagt, ja. Weil die nächste Horde wird nicht so nett sein wie die erste. Ja. Eine haben wir jetzt überlebt. Oh. So, ich freue mich, dass wir noch ein wenig stehen. Die können noch ein wenig wachsen. So, Holz. Hast du was wie ein Ranch? Hast du ein Ranch? Ich? Mhm. Glaube nein. Also einstecken nicht. Ich habe auch keinen. Soll ich einen bauen? Wenn du kannst, bau mal einen. Oder zwei. Muss ich erst mal rausfinden, ob wir Stahl haben. Nö. 19 Stück haben wir. Haben wir, ne? Warte. Warum laufe ich denn mit der Eisenaxt rum? Weiß ich nicht. Ich auch nicht. Weiß ich, wir brauchen Mechanical Parts dafür. Also müssen wir erst los. Oh Gott, hier ist ja null Ordnung nicht. Nee. Mechanical Parts haben wir noch einen. So, die können wir dann mitnehmen. Falls wir an Wasser vorbeikommen, können wir das mal auffüllen. Die brauche ich auch nicht. So, Yucca-Frucht lasse ich da, Painkillers nehme ich mit, Rotting Flash brauche ich nicht. 9mm nehme ich mal mit, die Federn. Wie viel 9mm hast du denn noch? 20 Schuss. Ah. So, den Stahl lasse ich auch da. Trinken habe ich 4 mit. Echt. Ich glaube, den Ranch haben wir verbraten, als wir die Bank gebaut haben. Ich war seitdem nicht unterwegs, es war ja nur Uluk unterwegs. Ja. Motoren haben wir auf jeden Fall 3 Stück. Katzenfutter, lecker! Schmackofatz! Ich nehme mir mal einen Blueberry Pie mit. Einer frisst Katzenfutter, der andere isst Kuchen. Warte schon auf die Schellen.
Nein. Wir sind in der Endzeit, da ist Katzenfutter wie Kuchen. So. Ich habe keine Spitzhacke. Wir waren draußen dabei, eigentlich so ein bisschen. Draußen sind die Schuttgüter. Stein und Holz sind draußen. Ja. Ja, wir wollten, glaube ich, noch irgendwo ein Lager bauen, aber ich weiß halt nicht mehr wie, wo, was, wieso, weshalb, warum. Wir haben ja am Schluss nur noch versuchen müssen, unser Gebiet fertig zu kriegen. Ja. Ja. Wir haben wie die Kloppen an unserem Dings gearbeitet. Oh, ich habe bloß 10 geschmiedete Eisen. Hallo. Oh, ich bin schon mal draußen. Ich hab keine Pfeile. Ja, da habe ich auch nicht mehr 31. Viele. Mit der Feueraxt kann man die Zombies wunderbar auf den Kopf hauen. Nee, also Nahkampf schaffe ich das nicht. Werde ich immer angegriffen. Werde ich immer getroffen. Nur so langsam kann ich das. Sorry, warum wird hier das Stahl eingeschmolzen? Ah, doch klar. Keine Ahnung. Habe ich das aus Versehen ins falsche Fach gelegt? Ja. Haben wir nur noch 12. Ich bin kleingeistig, ich mache mir eine Eisenspitzhacke. Wie viele Punkte habe ich denn noch? Ich kann noch 26 Punkte vergeben. Ich mache mir jetzt erstmal ein paar Pfeile. Construction Tools bin ich bei 27. Hier ist sogar noch eine Stahlspitzhacke drin. Nämlich die. Ach, Stahl kann ich nicht mal machen? Ach doch, eins von dreien. Doch, Stahl kann ich herstellen. Ich muss mal wieder abbrechen. Warum wir das nicht? 30 nee. Punkte vergeben, wie schön. Nehme ich mir ein bisschen Stahl mit für die Spitzhacke reparieren und dann. Toolsmitting. Da rein. Ein bisschen Holz nehmen wir noch mit. Und doch auch ein bisschen was von mit. So. Ich schmeiß mal in den Sedan meine Fackeln rein. Also meinetwegen, ich habe, glaube ich, alles. Was ich brauche. Zieh mir sicherheitshalber noch mal eine Jacke an. Das Geile sind die Sandalen, die wo ich anhab. Was zu trinken soll ich noch mitnehmen? Ah, ich habe 3 Gläser dabei. Oh. Reicht. Und 11 leere. In welche Richtung wollen wir denn laufen? Weiß ich nicht. Das Vor haben wir komplett leer gemacht, ne? Ich würde sagen, die Straße Richtung Norden. Richtung Norden, okay. Welche Farbe ihr seid? Blaues Vorschein oder grünes Track? Hier hat einer ein Clayloch gebuddelt. Die Frage ist nur, wo seid ihr? Auf der Straße. Wie ist bei euch Essen aus? Ich glaube nur rohes Fleisch. Ja. Also hier ein paar Dosen. Ah, okay, da. War zu euch gefetzt. Ja, ich bin dann an der Straße. Vor allem, wir müssen auch von Anfang an dann sofort richtig aufteilen, ne? Naja. Ja, dass man wieder 1000 Sachen gleichzeitig jeder hat. Den Kopf verloren. Ja, aber ich bin auch einmal, mich hat er auch einmal getroffen, das Schwein. Ich werde auch noch mal schnell nach Hause laufen, ein bisschen Stahl holen. Weil dann mache ich mal immer wieder, wenn ich so kleine Steine sehe, hau ich die mal weg. Weil Eisen, wissen wir ja mittlerweile, kann man nicht genug haben. Ja, ich kann keine Sachen kaputt machen. Meine Eisenpickaxe ist kaputt. Ich hab eine Stahlspitzhacke mit. Ich hab nur einen Hammer und eine Stahlaxt. Wasser, Wasser. Nicht so schnell laufen, vielleicht muss er noch hinterherkommen.
Ja, pass, schaut mal, wenn er Federn findet oder so. Also Pfeile. Momentan habe ich mir welche gemacht. Ich werde bald einen neuen Bogen brauchen. Ja, ich auch. Ne, meiner ist gerade heil. Laufe ist fast kaputt, aber ich brauche Gott sei Dank, glaube ich, keine. Ich will jetzt kein Haus ausgraben oder so. Ich habe keine Schaufel. Merk schon, du bist so eine arme Saude, wo gar nichts hat. Schaufel habe ich auch nicht mit. Auf jeden Fall, die toten Bäume können wir auch auf jeden Fall umhauen, was in der Nähe ist. Ja, wir wollen jetzt erstmal Richtung Stadt. Wir wollen jetzt nicht uns schon bis zur Stadt hinlaufen und dann merken, oh, Inventar ist voll. So, aber das nehme ich auf jeden Fall mit. Lass mal mit. Das war der 10er Reifen. Noch einer. Hier ist noch ein Reifen. Sehe schon, Jack kommt an und sein Inventar ist voll. Das kann sein, aber wir sind ja zu dritt. Wieso brauchst du eine Taschenlampe? Hier zu dunkel? Naja. Hühnchen. Und das Schöne ist, er rennt schon wieder. Hühnchen, Hühnchen. Alter. Ich ein Hühnchen mit so einer Axt treffe, ne? Wollte eigentlich. Mehr rauskommen. Ist tot und leer. Gut, dass du eine Jacke mitgenommen hast. Ja, es hat 8 Grad draußen. Mhm. Das sieht man oben. Also ich bin jetzt bei 17. 18. Ja, ich habe auch 18 Grad. Also, achso, jetzt steigt auch die Thermometer nach oben, ja. 22. Oder oben bei dem Haus schon? Aber weißt du, was der Vorteil ist? Also Uluk war da bestimmt schon. Weißt du, was der Vorteil ist, wenn man eine Jacke dabei hat? Man kann sie ausziehen. Weißt du, was der Nachteil ist, wenn man keine Jacke dabei hat? Man kann sie nicht anziehen. Nehme ich auch meine Autotür mit in die Wüste. Kann ich Fenster runterdrehen, wenn mir zu warm wird. Weil ich jetzt nicht will, dass du wieder den kompletten Weg läufst. Da hinten hoppelt Nase. Hallo! Achso, da hoppelt auch was anderes. Ja. Etwas größerer Hase. Hasigoreng. So. Mehr Osten oder mehr Süden? Ich würde sagen Richtung Süden. Ich würde es mehr vorschlagen Richtung mehr Stadt. Ja, weißt du, wo die Stadt ist? Nee. Also ich würde jetzt aber sagen Richtung Süden. Weil die Straßen verbinden sich ja spätestens irgendwann. Asi! Weil ich sehe den Track einfach nur im Hasen hinterher rennen und alle Zombies ignorieren. Ja. Double Hit am Kopf. Ich glaube, ob es irgendwo nach einer Stadt aussieht. Oh, das kennt sie, aber die Stadt ist ja komplett gerade. Seit eben. Links von dir ist ein Schweinrausch, Alter. Oh, macht nix. Doch, Fleisch. Haben wir doch. Das weiß ich nicht, habe ich noch nicht nachgeschaut. Das sieht aus wie ein. Zumindest ist da schon mal ein größeres Gebäude. Und ich habe herausgefunden, du kannst auch mit einer Axt. Ich glaube, da hinten könnte, oder? Das da hinten könnte auch schon mit einer Stadt. Nee, ist ein Hotel. Ja. Ein einzelstehendes Hotel. Okay. Wir sind hinter mir. Ja, ich hab mit dem Zombie spielen müssen. Ach so. Den Hasen habe ich nicht erwischt, aber den Zombie. Ich hab Fleisch dabei, ich zieh jetzt ein paar Zombies an. Ja. Mhm. Ich hab mir mal wegen Mais mitgenommen.
Der Mais läuft. Richtig, genau der. Wir das haben wir eigentlich können, gemacht, dass die Straße jedes Mal so abrutscht? Ich lege mal eine ganz große. Oh! Hallo Zombie! Hey! Hey, Glückmann! Erwischt! Jetzt nicht. Oh, da will einer nicht in den Zaun kommen. Hi! Hi! Sag die ganze Zeit Hi! Hallo! Okay, und Feierabend. Ich mach hier mal das Fenster auf. Hallo! Einer da? Hallo! Ja, ich höre einen. Und nicht hier drin. Hier drin ist keiner. Das draußen. Aber hier war das Zombie gegen Meta. Meta hat gewonnen. Okay. Die Kasse ist noch voll. Und die Getränkeautomat ist auch noch voll. Und ich komme kein Polizist vorbei. Oh, ich komme nicht rein. Oh, Stahl. Sehr schön. Genau, ich sag Stahl und hau mit der Ding drauf. Super. Ach, dieses Gebäude. Geh schon mal ins Hotel. Glaub, da war schon jemand drin. Glaub, hier ist ein Schwein drin. Geht sofort kaputt, okay. Ich hör was grunzen. Hallo? Licht wäre jetzt was Schönes. Hier welchen? Welches? Ich habe aber nur einen Cowboy-Hut an. Er macht noch kein Licht. Noch keine Ausrede. Okay. Taschenlampe ran tüdeln. Richtig, mit Klebeband. Okay. Dafür brauchst du nicht mal einen Hut. Also in der Tiefgarage war noch keiner, weil das sind die Sachen noch alle umgerührt. So, Brass bitte scrappen. Short Iron Pipe brauchen wir auch momentan nicht, ne? Können wir auch herstellen. Kann ich auch scrappen. Die Bike Reifen für 100, 110. Warst du oben? Ja, am Dach war ich noch nicht. Dosen scrappen, Tin scrappen. Yes. Okay. Die fressen nur Bonbons, die Leute hier. Oh, ein bisschen Bier, ein bisschen Wasser, ein bisschen Fleisch. Okay, mir wird gerade noch wärmer. Zack. So, Bau. Ich bin ja froh, dass ich 3000 Kilo Klamotten dabei habe. Weißt du das weg, was du nicht brauchst? Also wenn du dir sicher sein kannst, was du bei 7 Days findest, sind das Klamotten. Nee, Mensch, wenn ich die Klamotten noch nicht wegwerfen, wie ich will. Ja, also. Musst du nicht weiter voll spammen. Hier ist schon mal nix. Auch nix. Oh. Hier sind Spieße. Hier lebt ein Spießer. Bei mir auch.
was anderes lebt hier auch noch. So, Schulhammer. Ich bin schon voll und ihr. Sehr schön. Ich nee. Hab ein Hunting Rifle Schematic gefunden. Was du noch zerlegen kannst, eventuell. Okay, das Red Shirt kann ich jetzt scrappen, weil jetzt habe ich einen Pullover 95. Das scrappe ich auch mal. Wieso sind eigentlich im Schreibtisch Klamotten drin? Muss man nicht verstehen, oder? Nee. Weiß ich nicht? Okay. Zettel habe ich dabei. Nochmal 24 Zettel. Cool, wenn man was Schönes. Brown Shirt, okay. Cool. Irgendwo sind hier ganz viele Zombies. Ah, das ja auch. Ich bin auch voll. Geht. Nimmt ihr jeden Scheiß mit, oder? Ja. Ja. Wir haben es noch nicht so dicke wie du. Erdglas strappen. Habe ich noch irgendwas dabei, was ich strappen kann? So, sieht man jetzt hier, ob ich die Hunting Rifle schon gelernt habe oder nicht? Wenn du da drauf guckst, dann steht da bekannt oder so. Wenn du es noch nicht gelernt hast, nicht. Wo steht rechts das? Rechts im Fenster. Hunting 250, Receipt, Learn. Ne, ich sehe da nichts, dass ich das schon könnte. Ne, du musst das lesen. Ansonsten steht da bekannt. Sind fertig? Hm. Jetzt bin ich endgültig voll, jetzt habe ich keinen Platz mehr. So, die Frage ist, was hast du alles dabei? Was wir auch haben. Ich bin da unten in der Küche, also... Irgendwo Platz, wo ich ein paar Sachen reinwerfen kann. Will ich gerade nicht. Warte. Ich werf gerade mal alle Sachen, die ich so habe, hier rein, die man einfach haben könnte. Regen. Ach, okay, das Ding ist voll. Regen. Hallo. Ach, räum mal mit der Tür ins Haus. Regen. Also guck, ob du irgendwas reinpacken kannst. Oder rausnehmen kannst. Also Zettel kann ich auf jeden Fall mit reinschmeißen. Lied kann ich mit reinschmeißen. Die Reifen kann ich mal scrappen, braucht man nicht. Rotting Flash kann ich mit reinschmeißen, Fiber kann ich mit reinschmeißen. Da oben bist du. Leere Gläser. Was da? Warte mal, dann schmeiß ich noch in den da was rein. Scrappen. Brass kann ich noch reinschmeißen, Eisen, Powder. Roshan, hast du jetzt auch mal schon in die Dinger reingepuppert, du hast? Nö, ist ja direkt noch dran.
Jetzt kannst du dran. Jetzt darf ich? Ja. Okay. Ich merke gerade halt, ne, dass ich den nicht hab, ne? Den Bauhelm. Der furchtbar. Eisen rausnehmen, das Blei rausnehmen. Ich hab's nur reingeschmissen. Aber wir sind ja noch ein bisschen hier, hoffe ich. Ja, bis hier im Winter voll ist, ne? Du musst ja gucken, dass du. Ja, meinst du, es ist leer? Fast leer. Ich habe jetzt alles reingeschmissen, was ich halt eben stapeln kann. Ah, ich habe jetzt auch mein Zeug reingeworfen. Die Tür? Gott, ich sehe ja gar nichts. Das war so wie ein Minecraft-Pack. Sachen, die ich nicht stapeln kann, habe ich jetzt noch im Inventar. Ja. Ich habe jetzt alles, was ich nehmen konnte, habe ich genommen. Oder das, was jetzt noch drin ist, das ist alles Sachen, die. Außer das Leder vielleicht noch. Ja, den zweiten Desk habe ich ja auch noch mit reingeschmissen. Ja, aber der hier ist komplett leer. Ja, bei mir heißt es. Ich wollte mir gerade einen Cowboy-Hut bauen. Ah, ne, hab ich einen. Die kann man auch zerlegen. Mitnehmen. Schau mich gerade im ersten mitnehmen. Stock um. Auch mitnehmen. Wird auf jeden Fall mitgenommen. Das Essen muss auch mitnehmen. So. Ja, ich nehme jetzt erst mit, wenn ich wirklich Richtung Base wieder laufe. Dann gehe ich in den zweiten Stock. Hier was platzieren, wo wir die Sachen reinschmeißen. Mhm. Also in der Rezeption sind zwei Schränke, da packe ich meine Sachen jetzt rein. Jo. Hallo? Wir hängen lauter schöne Bilder rum, also wenn wir es nicht mehr bei uns aushalten, welche Hässlichkeit, können wir uns vier Bilder besorgen. Richtig. Weil die alle so hübsch sind. Ja, besser als hässliche Wand. Nee, aber ich habe ein Preview zur Alpha 16 gesehen, die ist, da kannst du dann auch alle Wände anmalen. Sehr schön. Kannst dann alles hübsch bauen. Ja, brauchen wir wirklich. Ja, sag ich ja. Kann ich jetzt meinen scheiß Ranch finden, bitte? Du wirst dich hier wohl nicht finden. Ja, ab und zu unter den Spülen sind sie. In der Autowerkstatt oder so könntest du vielleicht noch Glück haben. Alter, ich bin halt hier wirklich blind wie eine Fledermaus, ne? Hätte doch mal eine Fackel mitnehmen sollen. Dann hätte ich vielleicht was sehen. Kloppi, kloppi, einer zu Hause? Die erste Etage scheint leer zu sein. Ja, da renne ich gerade rum. Ja. Gehst du in die dritte, dann gehe ich in die vierte. Ja. Ich hab ne Wrench. Gut. Sehr schön. Und Gläser. Das heißt, wir müssen dann die Bürostühle. Noch mehr Gläser. Das heißt, hier müsste es der Ding sein. Spawn, das heißt, ich gehe hier hin. Sag ich doch, das sind ab und zu auch Ranches in Hotels. Mal ein wenig Frischluft hier rein. Ich hab die. Okay, jetzt übertreiben sie. Jetzt habe ich noch einen gefunden. Okay.
macht die ganzen Couch und Betten und so weiter kaputt. So. Dann rate ich mal weiter, wo in dem Zimmer noch was ist. Einmal lesen, aktivieren. So, aber ich sehe gerade, die Zeit ist schon wieder abgelaufen. Wahnsinn, wie schnell die Zeit vergeht. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder, wenn wir weiter das Hotel ausräumen. Bis dahin, ciao. Ciao, ciao.